Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier bei der Backer Crew. Es ist Dienstagabend. Ich bin auch mal wieder da. Hi! Nachdem gestern sich Pfirsiche durch die Nacht und Zombies gequält haben, aber wir wissen jetzt ja tatsächlich, pinkes Plüsch oder rosa Plüsch hilft. Ja, also falls ihr demnächst auf die nächste Zombie-Apokalypse zusteuert, immer dran denken, rosa Plüsch dabei zu haben, das ist wichtig. So, meine Damen und Herren, ich begrüße euch zu dem Dienstagabend. Ich bin Chris, ihr Spieleberater und Presenter, und das sehr gerne auf diesem Knorkström, den wir liebevoll die Backer-Crew nennen. Der heutige Abend hat was Besonderes an sich, denn heute Abend haben wir ein Spiel, netterweise Shoutouts an Nathan von Koi Tecmo Europe, muss ich dazu sagen, von KTE. Shoutouts, Grüße gehen raus. Denn nur wegen Nathan, den wohl hochrangigsten Dude vom Pi Squad, dürfen wir heute Abend Warriors Orochi 4 spielen. Und ich kenne mich tatsächlich mit der Reihe an sich nicht aus. Ich weiß, dass es in irgendeiner Form mit der Dynasty Warriors Reihe zu tun haben muss oder dass wir jetzt im Prinzip vermutlich die japanische Sparte davon erleben. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse mich da heute Abend komplett neu drauf ein. Ich habe gestern ein bisschen Probe spielen dürfen. Das sind 10 Minuten höchstens gewesen. Und heute entdecken wir das alles gemeinsam. Ich sage jetzt erstmal Hallo in den Chat. Hallo Momo. Hallo Max. Hallo Phil. Und auch in den Lurk zu Sam und den anderen Menschen, die da vermutlich gerade so rumlurken. So. Ich freue mich tatsächlich sehr darüber. Ich muss ganz kurz die Geschichte vermutlich noch erzählen. Irgendwie ging es im Content Creator Channel auf dem KT Discord. Ihr seid übrigens herzlich eingeladen, dem KT Discord zu joinen. Da gibt es ganz viele tolle Menschen aus ganz Europa, die sich mit wunderschönen Koi Tecmo Spielen beschäftigen und auch sehr gerne drüber reden. Also seid herzlich eingeladen. Da ging es im Content Creator Channel irgendwie darum, so, ah ja, jetzt kommt hier Warriors Orochi 4 raus und bla. Und ich meinte dann ja so, ich habe eigentlich schon immer Bock drauf gehabt, so Spiele, die mir relativ unbekannt sind, in irgendeiner Form. Ich mache da gerne First Looks draus. Und ich habe dann halt entsprechend zu Nathan gesagt, so, ah ja, wenn du. Ja, ich will nicht irgendwem einen Code klauen oder so, aber ich würde es halt schon gern mal spielen und erleben und keine Ahnung. Und dann hat er gesagt, weißt du was, schreib mir eine E-Mail. Und ich habe dann vermutlich die beste E-Mail, die beste Request-E-Mail in seiner bisherigen Karriere bei Koi Tecmo geschrieben. Also von daher, irgendwas muss ich richtig gemacht haben. So. Was gibt's noch zu sagen? Nichts gibt's eigentlich zu sagen, außer dass ich jetzt die Musik ausmache und wir ganz tief in dieses Spiel einsteigen werden. Ich bin gespannt. So, mal gucken, ob das funktioniert. Nicht so ganz. Phil, ja? Kann ich dich kurz um was bitten? Ja. Du gehst mal bei OBS da hinten mal eben kurz den Studio-Modus anmachen. Dann gehst du in diese Game-Feed-Quelle, die Szene ganz unten, und müsstest einmal ganz kurz die Quelle deaktivieren und nochmal aktivieren. Mach mal, ich gehe mal ganz kurz wieder auf den Talk. Phil wird uns gleich bestimmt sagen, ob es funktioniert. Das hätte ich gerade eben testen können, aber nun. Phil macht das, Phil kriegt das hin. Lass das mal den Phil anmachen. So. Dann geh mal in die Eigenschaften und mach da die 1920 draus. Dann dürfte er das tun. Ja, du gehst unten in die Szene. Ja, bin ich. Genau, und dann ist da das Dings drin. Jo. Dann hast du die Szene. Das
sage, es gibt links eine Szene. Da musst du aktivieren und deaktivieren. Dann geht's bestimmt. Ja, ist ja halt, ne? Der Onkel hat das gemacht, der Phil sitzt jetzt zum ersten Mal davor. So, ich habe gehört, ich darf rübergehen. Jupp, guck mal da, da ist es. So, im Idealfall habt ihr jetzt auch Spielesound von diesem großartigen Spiel. Der flirrt mir schon ein Weilchen in meinen Öhrchen rum. Und ich werde mich einfach mal ganz tief ins Spiel stürzen, indem ich mir mal mehr Sound auf die Ohren gebe. Und dann drücken wir mal den Any-Button. Ganz am Anfang hat das Spiel noch tatsächlich nach Spielständen gesucht von Dynasty Warriors 9 in irgendeiner Form. Und man kann da anscheinend auch noch andere Dinge aktivieren. Hier zum Beispiel. Ja. Da kann man anscheinend noch von Warriors Orochi 3 und Orochi 3 Ultimate Sachen reinladen, genauso wie Dynasty Warriors 9. Für einige der ganzen Konsorten. Also jetzt nochmal Disclaimer an der Stelle. Ich kenne mich zumindest mit der Warriors Orochi-Reihe nicht aus, aber das soll uns ja mal nicht aufhalten. Ich würde einfach mal sagen, wir tauchen in den Story-Modus ein. Wir haben ja 3 Stunden Zeit, uns das anzugucken. Und ich nehme natürlich wie immer das Schwere leicht. Während das Spiel lädt, Mordswitz übrigens. Welchen Artist findet Geralt von Riva ganz geil? Gwen Stefani! Ich bin übrigens davon überzeugt, das ist der Sprecher von Kiryu. Hm. Das war übrigens der Test, ob der Chat lebt. Ich habe mir übrigens die Sequenzen gestern nicht angeguckt. Im Probespielen. Damit ich hier zumindest noch was zum Gucken habe. So, So, wie wir ja wissen, aus den Warriors-Spielen, ultimative Schlachten, groß, klein, wie man es nimmt. Ja. Aber wir werden gleich ein wenig Action erleben. Und die Musik ist wie immer top-notch. So, mit X können wir springen. Normaler Angriff ist mit Quadrat. So, genau das, was ich erklärt habe. Ich sehe auch gerade, ich kann den anderen Kram noch nicht machen, bis ich es erklärt kriege. Denn wir haben noch ein paar mehr Sachen drauf. So wie es halt nun mal ist in den Warriors-like-Spielen. Das wäre bestimmt wieder was,
wo Downey richtig drauf abgehen würde hier. So, und haben uns dann dem Feind entledigt. Können wir weiterziehen. So, Jungs, Mädels, ihr macht das schon. Ich gehe schon mal weiter. Oh, hallo Hide. Guten Abend wünsche ich. So, also. Dreieck bringt uns zu einer Charge Attack. Und, ach ja, da haben wir es auch. Ja, Charaktere aus Dynasty Warriors, Warriors Oroki können eine Charge Attack machen und Characters, die aus Samurai Warriors kommen, die machen so einen Hyperangriff und man kann die dann auch aneinander chainen, das sehen wir gleich. So, genau. Switching Characters, also wir haben eine Party aus drei Charakteren und wir können dann praktisch mit L2 und R2 dann wechseln. Das sieht dann in etwa so aus. Genau, damit können wir diese Switch-Kombos machen. Die tun dann auch schön weh. Währenddessen laden sich die Leisten der anderen Charaktere noch weiter mit auf. Und dann haben wir noch diese Geschichte hier mit den Officern in Anführungszeichen. Und zwar den Knaben da vorne. Genau, das ist das, was ich gerade gemacht habe. Den Musou-Angriff. Der tut dann ganz besonders weh. Und guten Abend, Shiro. Aber noch so ein bisschen Partyalarm. Wie ihr seht, wir können relativ große Kombos fahren dadurch. Ich würde sagen, wir bewegen uns auch erstmal weiter in die Richtung. So, die Basis haben wir jetzt für uns eingenommen. Da hinten wartet mehr auf uns. Ja.
Dass es ja hauptsächlich darum geht, die Generäle in irgendeiner Form meistens zu besiegen, kümmern wir uns einfach auch mal darum. Es ist schon durchaus sehr viel Action. So. So, ihr habt doch sicherlich auf mich gewartet, ihr Schelme. Oh, eins Mehl, hallo? So. Level up. Jo, logischerweise kriegt man, wenn man Erfahrungspunkte sammelt, Level ups. Genau. Holla, du Flausch. Hey, Dominik. Ah, oh, und eins Jan. Elo. Oh, da wartet Frischfleisch auf uns. So, da dürfen wir nicht weiter, wie ich gesehen habe. Ja, so total spannend, ne? Das ist sowas für die großen Schlachtweltbewohner. Dann gehen wir anscheinend in die Richtung. Besser ist das. Kommt her, Babys. Oh, ich hab das Gefühl, da müssen wir auch hin. Moment. Hab ich gesehen. Das ist wie, ne, das ist wie mit den Römern. Einfach immer schön reinrennen. Die mögen das. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das später durchaus sehr anspruchsvoll wird. So. Oh, da kommt schon Nachschub. Nehme ich. Die Character Designs sind so großartig in der Spielereihe. Wie zum Beispiel das rechts von Gaia. Ich liebe das, abgöttisch. Oh oh. Meine Combo. Ah, da sind wir da. Ah,
Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe nur die Dynasty Warriors Reihe gespielt. Ich durfte ja lernen, dass es halt entsprechend auch Samurai Warriors gibt und Warriors Orochi, was das hier ja ist. Das heißt, ich kann mich natürlich nur mit der Erfahrung in Dynasty Warriors brüsten. Ob das jetzt in irgendeiner Form gut oder schlecht ist, können wir ja mal offen stehen lassen. Es gab ja dann durchaus noch andere Spieletypen in diese Richtung. Ja, damit kennen sie sich ja aus bei KT. Ich kannte KT früher auch tatsächlich nur für die Dynasty Warriors Reihe. Und ich wurde da ja relativ schnell eines Besseren belehrt. Sehr gut, jetzt muss ich mal ganz kurz dann doch tatsächlich ein wenig nachlesen. Ja genau, also dass du halt anscheinend wirklich drei Charaktere hast, mit denen du da so rumgucken kannst, ist ganz cool. Vielleicht wird das ja noch mehr oder weniger oder was auch immer. Aber es gibt halt echt verdammt viele Warriors-Teile. Aber die Designs... Ah, und Hi Corps, guten Abend wünsche ich. Die Charges kann er blocken, okay. Dann halt so. Aber da das ja jetzt irgendwie, wir wurden da jetzt auch einfach ohne große Erklärung reingeworfen, außer mit dieser Story-Sequenz ganz am Anfang. Ich lasse mich da einfach mal tatsächlich drauf ein. Und diese Charge-Angriffe mit den Wechseln sind halt auch echt sehr, sehr stark. Oh, Lubu kennen wir auch. Guter Mann. Das finde ich nicht gut. Oh. Ja genau, das war dieses Spiel mit den Menschen, der Stimmen gehört hat. Oh, das ist dieses Armband, was wir vorhin gesehen haben. Ja, also wie gesagt, noch nicht viel über die Charaktere erfahren, aber das kommt vielleicht noch. Ja, auch. Ich dachte jetzt die ganze Zeit, sie hat so kurze Haare, aber diese zwei Zöpfe, die dann da runterhängen, ne? Battle Objectives. Ja, okay. Ah. Da fand ich meinen Witz mit Gwen Stefani gerade vorhin echt gut. Defeat at least 100 enemies using Musou attacks. Oh. Okay. Das merken wir uns mal. Also interessant, dass diese Mission
in 6.35 und haben wir ganz am Anfang irgendwie eine Übersicht darüber gekriegt? Nö, ne? So, when the bond between characters grows stronger, you will receive benefits. Bonds can be stronger by winning battles as a team member or ally performing Unity Magic. Unity! Helping allies when in trouble or by training together. See as a string the bond between characters to share bond relationship. Okay. Well. Sarah. Ich weiß auch nicht, wer das vorhin auf meine Twitter-Timeline gespült hat, aber ich habe sehr gelacht. Ich wiederhole einfach nochmal den Witz für die, die es nicht mitbekommen haben. Ja. Auf welchen Star steht Geralt von Riva? Gwent Stefani. Chapter 1 Szenario Unfamiliar Enemies is now available. Also bis zu dem Punkt habe ich gespielt. Ich habe ihn aus Überzeugung weitergetragen hier in den Stream, also nun. Play with other players in online mode. Oh. Option 2 player join. Ach ja. Ach ja. Okay. Woher weiß ich das? Woher? Wie? Ah. Mock Battles. You can fight in Mock Battles with your team to check out each team member's individual attacks and movesets, as well as new actions in order to via upgrades. Okay. Interessant. Hauptsache QR-Codes. Gucken wir uns das doch mal an. Schäm. Oh. Oh. Dann habe ich ja doch hier was von KT gekriegt, was man kennt. Ich merke schon. So. Je nachdem, was du da... Ah! Okay. Das ist schon cool. So, was kann der so? Okay. 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 Ah. Je nachdem, okay. Je nachdem, was man da entsprechend... Oh. Oh. Ja, okay. Verkniffene Witze sind unterlassene Hilfeleistung. Weißt du, es ist, weißt du auch, wie das ist, wenn du dir so einen Furz verkneifst, ja? Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Nee, nee, Mel, das muss raus. Das muss einfach raus. Oh, ich sehe gerade, Dominik hat das drüber auch geschrieben. Sorry.
Aber ja, genau deshalb, weil die Leute immer Angst davor hatten, dass ich mal einen richtigen Schepperer bringe, ja, muss ich immer jeden Witz raushauen. Das ist der Grund des Countdowns, des Counters. Ja, komm. Chapter 1. Unfamiliar Enemies. Okay. Ah, hier unten stehen ja die Sachen. Using Unique Magic. Was war... Achso. Wir sind 6 Minuten... Oh Gott. Ja gut, gucken wir es uns mal an. Honda Tadakatsu, I Naotora, I Naomasa. Kalera wa Hashiba gun to tadakau beku Komakiyama ni mukau tochuu Nōmu ni tsumareru. Kiri ga hareru to soko wa... Elo, 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 Elo. Hier ein wenig Geld. Einfach weil, warum auch nicht. Ja, Geld. Ja. Wenn ihr Geld bei Mel im Stream lasst, ja, dann werdet ihr sogar auf ihrer Knechtschaftsreise mitgenommen in World of Final Fantasy. Genau, das heißt, ich konnte es 1035 Mal nicht unterdrücken. Dankeschön! Das ist schon wieder viel zu laut eingestellt wahrscheinlich. Kümmere mich drum. Dankeschön für 15 Monate! Ich unterwerfe euch im Chibi-Modus. Elmo-GIF. So. Warte, oder eher so. So. Mir bringt auch niemand Essen, damit wir beide verhungern. Ja gut, Greenscreen brauchst du dann halt nur, wenn du zu faul bist, das in After Effects zu keyen, ja? Ich bin dafür, dass wir erst ein Melmo-GIF machen, bevor wir das, bevor wir irgendwas anderes machen. So. Oh. Units. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt muss ich mich erstmal wieder da reindenken. Das letzte Mal, dass ich in irgendeiner Form ein Dynasty Warriors gespielt habe, war... Dynasty Warriors 5? 6? 5? Nein. Aber ein Melmo-GIF. Aber ein Melmo-GIF. Was? Oh. Ja, das wäre hilfreich, glaube ich. So, was kann ich jetzt hier machen? Oh, wir kommen in Level 4. Ja, okay, gut. Kann ich hier noch irgendwie durchskippen? Nö, ne? Ich habe das Gefühl, wir sind da ziemlich krass am Start. Ja, dann beginnen. Oh. Ich wusste gar nicht, dass man das kann. Oh, ich wünschte, die hätten da Dynasty Warriors 5 Mucke drin. Melmo-GIF. Ein bisschen Hüngerchen habe ich auch, aber es muss bis heute Abend warten.
Also bis später. Abend ist ja schon. Oh, Dinge geschehen. Also wir haben vorhin gelernt, es gibt drei verschiedene Serien. Warriors Orochi, Samurai Warriors und Dynasty Warriors. Und wir haben hier die vierte Auskopplung von Warriors Orochi Ultimate. Da ist übrigens auch ein hübsches irgendwie Kostümpack und alles mögliche dabei gewesen. Ich hoffe, ich kann das alles zeigen. Characters, Secret Treasures. Ach du große Güte. Normal Magic. R1 und okay. Gucken wir uns mal an. Oh, okay. Charge Magic allows you to unleash Charge Magic. No, then so we completely deplete your magic. Okay, dann tun wir dies. Jetzt hätte ich gern das von ihr gesehen. Ja, okay. Gut, hätten wir das auch geklärt. Das macht schon Spaß. So ist es nicht. Gimme Chocolate. Gehört dazu. Unique Magic brings us the unique characteristics of each character. Delivers huge amounts of damage nearby enemies. These attacks are also effective to fill your unity magic. Okay. Oh. Ja gut, lass das mal alles jetzt ausprobieren. Das ist bestimmt gut. Okay. Bin aber noch der Meinung, das hätten wir mal eher da drin so machen können, ne? R1 und X. Okay. Ist hier irgendwo eine treue Plötze? Nö, ne? War da irgendwo ein Hottie-Hü? Nö. Was kann er eigentlich? Oh!
Ja, gut. Oh oh. Oh. Kombos, was fängt ihr? Oh, auch gut. Spelling the enemy's magic. Enemy music can also use magic to attack. So just it's very difficult to handle. Oh, okay. Oh, Phil hat so einen geilen Kuchen gemacht, ne? Ich müsste aber selber sagen, was das dann genau war. Aber das war schon auch wieder so ein geschmacklicher Orgasmus, muss ich sagen. So, die Zeit läuft mir eh weg. Ja doch, war doch Unique Magic. Jetzt nicht. Ach so. Gut, die eine Aufgabe ist mir eh entlaufen jetzt. Oh, dann sollten wir wohl da hoch, ne? Ich
Ich hab Maulwurfkuchen. Da müssen wir hin. Da wollen wir hin. Ich glaube, das war höchst effektiv. Oh. Das ist eine aufgehoben, oder? Ich bin übrigens genauso hier der Ansicht, wie ich es auch in Beat'em'ups bin, dass die Weibchen grundsätzlich mehr drauf haben als die Kerle, aber diese Ansicht teilen viele nicht mit mir. Ey, keep cool. Temporäres Moin. Die Nachricht wird nur temporär angezeigt. Okay. Also dann nur ein temporäres Hallo, Shiro. Ah, da. Oh, oh. Wer ist der Nächste? Du, okay. Zu spät. Ich habe noch nicht mit der Legende auseinandergesetzt.
Ja, wie ist die achtköpfige Schlange im Spiel integriert? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Aber ja, wir können uns gerne sehr lange über die Character Designs unterhalten, das finde ich nämlich sehr gut. Oh, und hallo Misa, hallo. Och, Mel. Aber siehst du, genau das ist es, ja? Was raus muss, muss raus. Mel, ich glaube, du musst ihn erklären. Oh. Oh, ich habe einen mir bekannten Namen gelesen, San Xiang Shang. Oh. Oh. Kann ich das? Ja, dann take all und proceed, I guess. Schlimm sind sie. 偵察に出していた兵が戻った. So, Moment, ich will gerade hier ein wenig Sprit nachschenken. Wie, ist jetzt schon eine Dreiviertelstunde rum? Da passiert. Könnte eventuell daran liegen, dass das sehr viel Spaß macht. So. Anspruchsvolle Jokes. Ich bitte dich. Also ich finde ja schon mal direkt, wir machen uns einen Girl Squad, oder? Ich meine, wir müssen ja sowieso nachgucken, was die alle drauf haben, ne? Also, kommen wir eh nicht drum rum. Best command dismantle cell weapon is now available. Acquire skills and upgrade levels are now available. Oh, jetzt wird's, ne? Support members. You can use support members to boost abilities of your team members. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Additionally selecting characters with strong bond to team members. Characters are divided in three attack types: power, technique, and speed. Each type has a special characteristic. When executing. Wie man kann blocken, Kappa.
Oh, okay. Ah, lass mich raten. Die Types sind halt entsprechend hinterlegt dann. Ah ja. Ach, du Kacke. Ach, du Kacke. Genau, hier. Wer blockt, verliert. Oh, Bond-Events. Ob das halt so die intelligente Lösung ist, keine Ahnung, aber... Oh boy. Okay, also in der ersten Party können wir halt nur drei haben. Das bedeutet aber, wenn da so viel Platz ist, dass wir halt auch für zwei Spieler da einiges... am Start haben können. Uiuiuiui. So, you can upgrade the abilities of your character. Acquire skills, command and levels. Ja, das gibt man zum Beispiel Skills. Upgrade levels, das ist... Wie sie da halt stehen, ne? Dann nehmen wir doch mal hier Best Girl, ja? Upgrade levels, acquire skills. Oh, Skill Points 3, okay. Increases Damage Inflicted by Charge Magic and Unique Magic. Brust stolz geschwollen und so. Ja, nun. Keck. Increases Damage Inflicted by Charge. Okay, das ist die Magic Route. Increases Attack Actions. Und wie acquire ich die? Wenn ich das tun wollen würde. Ah, okay. Hat da jeder Skill Points? Ah ja, okay. So, Miss Pseudo-Kitana nehmen wir auch mal. Vielleicht nochmal zur Brust. Ja, wir sollten die leveln. Hör dazu. So, der hat 2. Pock. Pseudo-Kitana, ja. Das musst du die Macher fragen. So, Upgrade Levels. Oh. Oh. Das ist interessant. Ich finde es auch schön, dass du den Button halten musst, dass du dich nicht aus Versehen verklicken kannst. Sushi wäre wirklich mal wieder was. Diesmal ist Silver Vincent no longer need. Gott, oh Gott, oh Gott. So, equip. Ah, ah. +13 +0.
18 plus 0. Also ich glaube, denke mal, die Compatibility. Gott! Kommt wahrscheinlich, wenn man sie die ganze Zeit benutzt. Oh, ist mir vor einiger Zeit auch passiert. Oder gibt es auch noch Kram? 16 plus 0 ist dann wahrscheinlich genau das gleiche wie das da oben. Aber da kann ja noch was dazukommen, ne? Also außerdem haben die irgendwelche Slots. Das kann ja nicht schlecht sein. Okay. Review Event. Ara, Naomata-dono. Anata wa Denshi-dono deshita ne. Oho no atari ni 小さいけれど、かすり傷があるわ。可能するといけないから、よかったらこの塗り薬を。ありがとうございます。こんな小さい。オッケー。よく気がつきましたね。姫様や尊賢様、無茶する人をそばで見てきたから、つい無事か確かめる癖がついてしまって、でも出会ったばかりの人に謝るようなことではありません。お気遣い。よかった。 Okay. Oh, okay, dann viewen wir auch da das Event. Rikson-san wa Rikuke no toshu nan desu yo ne? Ee. Naotora-dono mo Iike o mamotte iru no deshita ne. Iroiro kigurou mo. Sonna watashi nante itaranu tokoro bakari de. Watashi nado jakuhai mono. Okay, also es gibt halt hier auch solche Events. Okay. Was? Okay. Da muss ich mich erst wirklich so ein bisschen dran gewöhnen an all das. Gut. Ach ja, das rechts ist so den Kram, den wir gelernt haben, oder wie? Ja gut. Gehen wir mal voran. Oh. Ach, das ist das, wofür das gedacht ist. Okay. Honda Tadakatsu ra Tokugawa no seiyū to Sangoku jidai no yū gogun ga gekitotsu. 激闘の中で彼らは分かり合い、協力体制を取ることになる。これは両軍に突然現れた不思議な武器、リョフの凄まじい力。この世界の謎はあまりにも多く不可解であった。そんな中、5軍の偵察部隊が情報を得て戻ってくる。Es lange her, dass mir das passiert ist. War aber in etwa genauso lustig. Ja, dann tun wir das wohl. Also, jetzt gucken wir erstmal, was wir hier so haben. Unity Magic. Ja, gut. Wir haben auf jeden Fall mal keine Time Condition. Das haben wir ja schon gemacht. So, Victory Conditions. Wen? Dongshu. Ups.
Guck mal, wird schon. Oh, jetzt bin ich standardmäßig sie. Okay. Oh, die kann auch ganz gut. Unity Magic ist performed by our Samuel Panamas and the most powerful form of magic. You can unleash Unity Magic by pressing L2 and R2. Ja, okay. Jetzt wollte ich doch eben noch gucken, was sie denn für magische Kräfte hat. Oh, das ist schon cool. Ich muss irgendwie da warten, kurz bis die Leiste voll ist. Oh! Das ist schon cool. So will ich hin, ich will nach da. Where is the location of the battlefield with anchors? Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, gut. Ja, nun. So viel er. So, hier mal das ganz kurz für uns sichern hier. So, wir müssen aber trotzdem in die Gegend da hinten. So.
Ach, hier wird ja dann Sinn ergeben, oder? Hallo, die Herrschaften. So, weiter nach oben kam ich ja nicht, oder? Nee, da kann ich nicht durch. Aber da kann ich weiter. Oh, macht schon Sinn. Bin noch auf dem Weg. So. Steht da irgendwo da. Wow. Ja gut, aber ich stand ja noch nicht mit allen aufeinander. So vielen, das machen wir dann da unten. Oh oh. Dann tun wir das jetzt. Wir sind auf dem Weg. Das sieht nicht gesund aus. Würfel und jetzt nur das Chaos Origin. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war eine Wucht. わしは帰るぞ。信長め、面倒なことをさせおって。
ゴロゴロゴロゴロ。 Das heißt, wir können jetzt theoretisch hier weiterziehen, richtig? Oh, es waren leider nur 149. Oh, kann ich das dann auch ausschalten? Wo wir gerade nicht drüber reden. Ah ja. Die sind ja dann unwichtig. So, da drüben haben wir ja noch einiges am Start. Kommt mal mit. Oh boy. Ach so, das in der Mitte ist unser... Oh Gott, oh Gott. Oh, okay. Geil, 60.000. Wenn wir sie mal fürs Gescheites benutzen könnten, ne? Mosu Frenzy Attack, okay. Gott, oh Gott, oh Gott. Können wir damit auch unsere Unity aufladen? Ne, scheinbar nicht. Wir sollten noch da. Ey, oh, guter Mann, entschuldigen Sie bitte. Hier rumgehen, um dahin zu kommen. Okay, dann muss ich hier zwischendrin irgendwo rein, also da vermutlich. Wenn sich das hier besser. Also wahrscheinlich da unten. Okay. Oh, da ist schon wieder.
Oh. Ach, hier deswegen. So jetzt. Oh. Das war natürlich nice. So. Ich hoffe mal, da oben wartet ein etwas mehr auf mich. Ja, da kommt uns jetzt schon einiges entgegen. Ah. So, wie viel haben wir denn in dem Raum? Ach, egal. Komplett, würde ich sagen. Also hoch da. Also Character Designs sind wie immer on point. Auf jeden Fall. Die hat's aber auch gut drauf, das Mädel. Ja, und alle ab. Victory! それにしても戦活殿、あなたもここに来ていたのか。孫賢殿もこの世界では初めてお会いしますね。この世界、お前たち。だから、ich habe gerade festgestellt, ich war noch gar nicht hier im Livestream Feed. Ich hätte gern die da in der Mitte. Das fände ich gut für meinen Girl Squad. Ja. So ist das. Ich erinnere mich an diese Frage vorhin, die Phil irgendwie in irgendeiner Form gestellt gekriegt hat oder irgendwie die vorhin in diesem Gilden-Chat oder was war das? Newbie-Chat oder was auch immer gestellt wurde. Ist es schon Harassment, wenn man ein Mädchen fragt, ob sie das Waifu sein möchte? Oh, guten Tag, dich nehme ich. Fortitude wählt bei Beauty. Oh, schön. So, ich glaube, das Spiel gibt einem die Möglichkeit, dass man einen Waifu-Squad haben kann. Oh. Ja, nehme ich mit. Ja, damit.
よくぞ来てくれた。孫悟の皆には改めて名乗る必要もなかろう。Tränen in meine Augen jetzt so. Sekunde mal. 私は劉玄徳。謙信殿と盟を結び、信長に対抗する軍を率いている。劉備が人心は信ずるに値する。かの魔王との闘争には必要な存在よ。とはいえ、俺たちはあちらに比べれば大した戦力も持っていない。世では反乱軍などと呼ばれていますがね。待ってください。あなた方はなぜ信長公と戦っているのですか。それにこの世界は一体。私たちも正直多くは分かっておらぬ。だが知っていることはすべて話そう。この奇妙な世界には時や場所を超え、さまざまな人間が迷い込んでくる。何故このようなことになったのか、どうすれば元の世界へ戻れるのか、力を尽くしてはいるものの、いまだ解き明かせておらぬ。Vielleicht sollte ich mich wirklich mal ein wenig mehr über all das informieren. このような強引なやり方を見過ごせるはずもない。私と謙信殿、そして信玄殿は信長に対抗すべく盟を結んだ。Die sehen halt auch alle so vertrauenswürdig aus, ne? 信長の真意を確かめるため。そして、彼の者が得た力の正体を暴くため。とはいえ、織田軍はあまりにも盛況。正直なところ、もっと戦力が必要だ。よければ、我らに力を貸してくれぬか。先の織田軍のやり方を見て疑問を抱いたのは我らも同じ。それに、この世界の謎と元の世界に戻る方法を探らねばならぬ。Also das heißt, wie immer den bösen Jungs in den Arsch zu treten. 新たなる盟友を得られし幸運。劉備様、謙信様、大変です。武田領が織田軍の侵攻を受けました。敵陣には信長と目を向けて、今川義元の姿もあるもよう。信玄公のもとには雪村たちもいると。その通りです。どうか急ぎ救援を。わかった、すぐに向かおう。 Rescue of Takeda is now available. 劉玄徳。Ja, Liu Bei kennen wir halt auch so aus der Reihe. Das stimmt schon. Fuse Weapon. Okay. So, das Wichtigste erstmal Party vom Team. Gustiert mir schon so ein bisschen, ne? Was? Weapon Elements, ich kann abgeben. Okay. Wo konnte ich das denn nochmal? Das jetzt machen? Hoffentlich nicht. So, hier. Hä?
Ich habe das Gefühl, dass es durchaus vielversprechend, was da passieren kann. Ja, klingt er wirklich. So, Skill Points. Fünf. Nehmen wir mit, was geht. So. Use damage by charge magic and unique magic. So. Wieso stehen die Ghouls? So, was ist das jetzt? Add attributes. Oh, dafür ist das da. Okay. Oh boy. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zwölf plus sechs. Macht ja am meisten Sinn. Hier zwei Slots und die kann sich auch noch weiterentwickeln. So. Hier geben wir dann wahrscheinlich auch mal ein paar neue Mauken. Oder auch nicht. Jo. Oh. Er hat natürlich ein bisschen was auf seinem Dings drauf, ne? Ach so. Du hast falsch gegangen. Jetzt. So, wie genau versteht sich das denn hier? Ach so. Oh, so läuft das. Okay. Okay. Ja, dann hier. Confirm. Wie ist bei ihr? Ist die, die wir equipped haben. Das ist das, was wir alles lernen. Ach so, jetzt verstehe ich das. Okay. Wie pretty. Machen wir gleich mal die Party-Zusammenstellung. So. Ist er eh am Start? Ach so, vielleicht macht es Sinn. Da den da wieder reinzuschüsseln.
Bogenschütze ist nie verkehrt. So. Könnten es mal probieren. Ja, komm. Chapter 2. So, was haben wir denn hier so Schönes? Musu Attacks. Skill Orbs. この地において徳川、宇後、上杉、諸の面々が手を結ぶ。彼らは反乱軍を結成し、戦国の魔王織田信長。彼は北条や今川などの軍友と手を組み、勢力を拡大。武田は真田兄弟を中心として織田軍の猛攻を食い止めていた。 So, da müssen wir gleich mal gucken, wo diese ganzen Einheiten sind. Wenn man sich da Marker setzen könnte, wäre halt cool. So, Objectives. Was haben wir da? Yoshimoto Inagawa. Rojo. Da. Wir sind beide da drin. Das kann ich mir bestimmt noch merken. Und Ken Kotaro Fuma. Naja gut, ich werd's merken. So. Das stimmt ja soweit noch. Los geht's. Und gucken wir mal. Oh. Das soll ich vielleicht lesen, das ist interessant. Also kriegen wir wenigstens mal die Story vom dritten Teil erklärt. The Ultimate God of Destruction, Oroki X. Schwänzige Fuchs. Okay. So, zeig mal, was du kannst. Oh. So schnell hin.
Okay, ich muss wirklich außen rum. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder? Ja, da komme ich nicht durch. Wie soll das denn gehen? Oh boy. Okay. Dann tun wir das halt. Und mal gucken, was sie drauf hat. Oh. Kann man mögen. Muss gleich noch gucken, was ihre Charge Attack ist. Oh, das kann man schon mögen, auf jeden Fall. So, die Herrschaften. Au. So. Okay, hier ist noch irgendein Captain am Leben. Ja. Irgendwo. Irgendwo zwischendrin einen liegen lassen? Wahrscheinlich. Okay, das Objective habe ich verkackt. Richtig? Ja. Jetzt weiß ich auch endlich, wo Kai ist. Halt zu spät. Oh oh.
Oh boy. So 4 Minuten dahin zu kommen. Eher schwierig. Er lebt ja noch. In die Richtung. Da wäre jetzt wahrscheinlich sie gar nicht mal unpraktisch. Ist nicht sowieso einer von denen? Okay, das scheint ja funktioniert zu haben. Gut. Dann können wir jetzt ja mit Mosu-Angriffen draufheizen. Ich will jetzt nicht sagen, aber sie ist halt schon stark mit dem Ding da. Bin ja auf dem Weg. Da ist Nö wieder. Ah, nö.�
So. So. Ja. Wir müssen nach da. Da ist noch Blinky Bill am Start. Ich sehe dich. So, steht irgendwo noch ein Haufen? Ja. Hier 80 von 150. Wo passiert das? Da unten. Dahin. Wir müssen dahin. Oh, ich stehe gerade so gemütlich, ne? Oh, kann ich die mitziehen? Ist das Ding jetzt schon wieder da hinten? Ist mein Logon? Ah, da. ならば力ずくで奪うがよい。
gibt's hier voll das Battle oder was? Rums. Also ich würde sagen, damit ist schon mal unser Objective complete. So, jetzt sollten wir da hin, wo es blinkt. Da kommt man mit. Nice. So mag ich das. Haut ab! Oh, ich habe aus Versehen Victory weggetappt. みたいな変な腕は落ち着けてましたよね。なんか蛇人ならざる兄弟の力。そして時も場所も超えて集った英雄たち。キャラクターデザインですね。もう嫌な感じがするね。思い過ごしなら、いいんだが、ひとまずあの力の謎を探ってみたいね。このままじゃ何度挑んだところでやられちゃうよ。 あの腕輪を狙っていたもの、ペルセウス殿でしたか。彼は何か知っているのでしょうか。可能性はあるが、話を聞いてみたいところだが、残念ながら行方の手がかりすらない。腕輪を狙っているのなら、信長を探るうちいずれ道も交わるはず。今はできることから始めよう。 Alle fragwürdig. Ja, dass ich da keinen Blumentopf gewonnen habe, das wissen wir ja. Okay. Nun. Da kommen noch coolere. Okay. Oda-gun no kyūshū o uketa rashii. Isogi engun o dasaneba mazusou da. Nanto. Gozen. Soshite Kagekatsu-sama ga irasshyaru no wa Uesugi-ryū no zensen-kichi. 我らが武田領を救援する間に。ならば急ぎ向かいましょう。この雪村、今こそ救われた恩をお返しいたします。私も行こう。剣心殿には世話になっている。家族の危機とあらば力になりたい。おお、なんと心強い。The rescue of Uesugi。仲間が増え、
Ich bin halt immer noch der Meinung, dass Girl Squad, wir müssen das ausweiten. Upgrade Camp. Okay, was ist denn das schon wieder? Upgrading the Camp. Oh. Oh. Das könnten wir uns ja mal angucken. Adds the Gallery Option. Increase XP and by 5%. Boah, guck mal, das sind aber echt teuer. 15.000. Gut, oh gut, oh gut. Gut, oh gut, oh gut, oh gut, oh gut. So. Was wir aber machen können ist, wir uns mal unsere Babes hier so ein bisschen. Dafür haben wir ja diese Punkte. Achso, könnten jetzt ja mal Skillpunkte 5. Defense, Attack. Sam hat Melmo gemacht. Oh Gott, das will ich sehen. Wo ist Melmo? Ich bin mehr amüsiert, als ich wahrscheinlich sollte. Ich dachte jetzt anhand eines Stream-Standbildes oder so, aber so geht's auch. Finde ich gut. Ah. Schön. So. So, was mit ihr? 6 Punkte. Ich würde sagen, ihr geben wir Attack auf jeden Fall. Bei ihr ist das auch gar nicht mal so unwichtig. Ja, komm. Bei ihr vermutlich auch nicht unwichtig. So. Sollten wir den bei denen auch machen? Ja, ein Attack. Attack macht Sinn. So.
Ich war aber amüsiert und das war es wert. Jetzt nur noch mal das mit einem entsprechenden passenden Mail-Bild. So. Equip. Alleine die Liste an Leuten, die ich jetzt hab. Okay, da sollten wir dann halt gucken, 14, 17, 19. 19 ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Dann bei ihr, vielleicht gibt es hier ein paar gescheite Mokassins. Die sind sogar von, okay. Oh, das natürlich, das nehme ich. Was haben wir bei ihr hier? 15 plus 0. Courage plus 2. Bleibt erstmal so stehen, I guess. So, wen haben wir denn im Support mit? Boy haben wir im Support mit. Den Boy haben wir im Support mit. 15 plus 6. Das ist natürlich die 18 schon nicht verkehrt. 19. Oh, 19 plus Flamme. Flamme nehmen wir. Was ist mit ihm hier? Nix, okay. So, nee, nicht Unmantle, sondern Fuse. Was das dazu kommt. Ich muss einfach nur darauf warten, bis Mel ein passendes, eine passende Pose im Stream macht. Und dann musst du nur noch dran denken, schnell genug zu sein, einen Screenshot zu machen. Dann ist Feuer frei. Und je ulkiger es dann aussieht. Umso besser ist das, nicht? So. Okay. Generell noch nicht genug. Cool. Oh, Character Models. Aha. Expressions. Das ist schon irgendwie niedlich. Regular Costume. Wann kann ich mir das eigentlich freispielen? Das ist die Frage. So. Jetzt ist die Frage. Jetzt haben wir hier die Boys, ne? Habe den Drang, das so zu machen. So, Upgrade. Da. Oh, Kalle, hallo. Guten Abend. So, mit ihr ist ja noch nicht so. Ah, doch. Was macht denn hier Sinn? Attack increasing. Nehme ich. Nur noch zwei übrig. So. So,
Damit hätten wir alles getan, was wir... no. So, Level 6 sind wir ja schon weit drüber. Was haben wir denn hier so? Pichu Hang. Ich das so auf so im Auge hab? Ja, gucken wir mal. Wie, wir haben schon 20 nach 8. Ist ja furchtbar, wie schnell die Zeit vergeht bei dem Spiel. Aya klingt auch wieder nach Weibchen. Yep. Okay. Nakala, alles gut? Ich wollte die Tage eigentlich mal wieder hier ein bisschen Speedrun und Ego und keine Ahnung, aber ich habe mich nicht so danach gefühlt. Ich gelobe Besserung. So strömtechnisch. So, mal gucken. Das macht Sinn, da muss ich ja wissen, wo. So. So, Aya ist wo? Oh. Okay, die ist anscheinend so in der Homebase, I guess. So, nach welchem Dödel suchen? Xu Huang. Da steht er noch gar nicht drauf. Na doll. Na dann. Begin. Kennst du das? Ja, okay. Gib ihm! Ja. Kann ich nur bestätigen, dass das so schnell geht. Ein Kartoffelfeld ernten, 3 Stunden sind später. Hier müssen wir wahrscheinlich erstmal auf die Kacke hauen. Weil ich weiß es noch, es ist sehr lange her, dass wir Therapiefarm gespielt haben. Aber uns tut auch Ego ganz gut, ehrlich gesagt. Das ist mal was Neues. Also Neues in Anführungszeichen. Schei, hast du das große Feld 10 und ich sind keine Freunde. Also zumindest auf der Karte, auf der wir spielen. Schreckliches. Müssen da alle warten, so vor Freude. Wir sind ja schon unterwegs. Geht cool. Okay.
Dich müssen wir verdreschen. Na ihr? So. Rums. Wir müssen nach rechts. Kartoffelpuffer. Oh. Oh. Ich vorwärts kommen jetzt hier. Darin. Oh. Ah, da. Wir kommen sicherlich gleich zur Hilfe. Wir eilen, ah ja, wir eilen. So. Jetzt weiter nach da unten, I guess. Sam, das ist wirklich, das ist Dedication, ja? Rennet. Ah, da ist er. そして高潔な空気。
Genau, Dedication. 'S wie ich damals dieses What is Love GIF gemacht habe und die Mary Mel GIFs. In die Richtung will ich. Mel ist halt richtig on fire. Deshalb brauchen wir erst recht das Mel-Mucke. Wir sind da hoch. Ich muss mal gucken, was hier. Ich gehe in die falsche Richtung. Oh, da komme ich überhaupt nicht hoch, oder? Nope. Oh, das heißt, ich muss wirklich außen rum gehen. Oh, ist das furchtbar. Die anderen Fähigkeiten schon eine Weile nicht mehr benutzt. Die sollte ich eventuell nicht aus den Augen verlieren. Komm ich überhaupt dahin? Ja. Da vorne ist er. Das war's, oder?
Wenn jetzt alle abhauen? Ja. Victory! Eine Mission schaffen wir bestimmt noch. Oh, die Aya ist ja aber auch ein Babe, ne? お二人がご無事で何より謙信公も先ほどは申し訳ありませんでした。俺とジョコ殿はこの妙な世界をさまようところを信長殿に救われたのです。良いのだ。大使それにジョコ拙者らは敗軍の将勝者に従うべきとは存ずるが、もちろんです。ありがたきお言葉、これからは尊賢殿たちと共に武を振るおう。 Oh, sogar Mann A. Oh. Da habe ich halt nicht wirklich drauf geachtet. Aber oh. Was haben wir denn da? Ach ja. Oh. That's good, I guess. Sehr, sehr gut. Sehr gut. それにしても信長の力の秘密なんてどう探ればいいんだ。もう直接聞いたところで答えてはくれないでしょう。なら同盟相手と接触するのはどうだね。俺が見た限り妙な力を持つのは信長だけだ。彼らを下して情報が得られればよし。でも、そううまくいくでしょうか。うん、北条氏康、今川義元、 俺に一ついい手がある。この前まで織田軍にいたんでね。もし任せてくれるなら、吉本殿を必ずここへ連れて戻って。分かった。タク、お前に任せよう。OK。 Machen wir das mal eben noch fix hier. Mit einem Punkt komme ich hier nicht weit, I guess. Es käme uns sogar zugute. Guck sie dir an. Chime-esque. Upgrade. Und dann Upgrade. Wo ist er denn jetzt hin? So. Oh, die ist schon so gucki genio. Neun Skill Points. So, gehen wir da einmal noch durch. 19 plus 5 ist halt schon aussagekräftig. 13 plus 0.
Aber das mit der Flamme ist halt... Oh, plus 3. plus 0 ist halt aber auch eine Aussage. Die nehme ich mit. So. So macht das Girl hier. 15 plus 1. 16 plus 0, Flamme plus 2. Hm. Was bin ich lesend? Was bist du lesend? So. Damit dann noch Upgrade Camp. Ich würde halt schon sagen, wir geben mal ein bisschen was aus. So. So, probieren wir das. Wir haben noch 20 Minuten. So, was haben wir denn hier? Defeat. Magic. Wenn du ganz nett fragst, Sam, gibt sie das bestimmt freiwillig raus.信長の力の解明が必要。 Ja, immer feste Ruf. Ja, Mel, wir müssen dran arbeiten. Ich habe schon gesagt, hier Visual Novel und so geht voll steil. Aber wir brauchen halt jemanden für die Arts, ne? Weißt ja, wie es ist. Fühlen sich die Leute bei mir auch immer so? Dann habe ich wohl alles richtig gemacht in meinem Leben. Mein Favorite ist immer noch, dass ich irgendeinen Blödscheiß mache. Auf der Dokumi. Bestimmt irgendeinen dummen Spruch gebracht habe. Und dein Seufzen und nach unten gucken, was im Best of mit drin ist. Ja, ist immer noch einer meiner Favorite Moments. Ja, ist wichtig. Okay, Rebel Army vs. Quest. Ja. Also, wir sollten uns erstmal die Objectives. Den nehmen wir. Den nehmen wir. Ja, sollte ich mir beide an. Beide. Es gibt drei Sachen. Ich sollte mir beide anzeigen lassen, ja. So, jetzt gucken wir erstmal ganz kurz. Naomosa ist hier. Und soll wohin? Yuan Shao.
Yuan Shao. Was? Wie sollen die denn ja bitte so schnell da hinkommen? Du Kacke. Magoichi Saika. Ist wieder nicht drin. Doch. Ist dazwischen. Wahrscheinlich gehen wir da oben rum, dann links nach unten. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ja, dann gib ihm. Oh. Ja, das hätte mir mal jemand sagen können. Kann ich hier drauf auch Magic machen? Ne, kann ich nicht. So, ich vergesse immer, dass ich das hier halt ja auch noch kann. Kleinkram hier. So, wo müssen wir hin? Hoch. Magoichi Saika. Ach so, den sehen wir ja noch nicht. Doch, da. Immer feste Ruf. Mit den da unten, wa? Noch gesehen den Eumel, wo ist er denn jetzt? Da vorne. Ist er wirklich dahin? Das ist verdächtig. Wir müssen jetzt von oben dahin, oder was?
Gott. Wer ist für das Gate verantwortlich hier? Hä, kommen wir da jetzt auch nicht weiter? Oh boy. Na gut, das kannst du ja vergessen. Die Wahl hier. Aber woher will man das denn vorher wissen? Befürchtet. Überall zu hier. Okay, also das schaffe ich schon mal nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wie ich da durchkomme. Der ist doch nirgendwo mehr irgendwas, wo ich... Da oben ist Party am Start. Ach, da hätte ich durchgekonnt oder was? Erklärt einiges. Oh Mel, das war ganz schrecklich, als ich die ganze Zeit irgendwie wirklich auch die ganze hier parallel mit PC und Mac gearbeitet habe. Ich habe teilweise auch die ganzen Tastenkürzel bei den Creative Cloud Sachen und auch auf dem Mac gelernt. Das hat es ja nicht unbedingt leichter gemacht.
Man kommt sich nicht nur doof vor. In Apfel I, von dem ich dir erzählt habe, sind halt tatsächlich auch einige der wichtigsten Sachen, die Mac-PC drin. Bums. Komm ich da denn jetzt hin? Wenn ja, wie komme ich da hin? Ah. Oh, noch ein Weibchen. Wir gucken, dass wir die Mission hier zu Ende kriegen. Nein, das ist alles nur deine Einbildung, Sam. Cool, bro. Keep cool. Was war ihr Special nochmal? Ach ja. Will ich jetzt hin? Nach da unten will ich hin. So, complete. Ich soll nach da unten. Das kriegen wir hin. Hallo, die Herrschaften. Cool, wenn es ein komplettes Waifu-Squad wäre, ne? Ja, guten Hunger, ne? Wir spielen es hier auf der PS4. Es gibt es anscheinend aber auch für den PC. Haben wir gewonnen? I guess. Und wir müssen noch da hoch. Ja, okay. Hä? Ich weiß nicht, ob es... Also, ich bin mir definitiv sicher, hier ist PS4 auf jeden Fall. Aber wenn es für die Switch da ist, also... Bin ich jetzt fast traurig, dass ich es für die PS4 organisiert habe. So, guten Tag, der Herr. Oh,
So, gib ihm. So, jetzt hauen sie ab. Das heißt, wir haben gewonnen. Das ist so dieses. Also Mel hat diesen typischen Kühlschrank-Move gemacht. Aufgemacht, reingeguckt, für nicht mehr gut, also nicht für nicht gut empfunden und wieder zugemacht. Oder sie weiß nicht mehr, was sie im Kühlschrank wollte. Das ist das ganze Konzept meiner Diät. Ja, siehste. それと炎症だろ。信長は強引で多くのものの反発を買ってる。それなら名を汚さぬ方に。確かに信長のやり方には私も思うところがある。よかろう。これよりはこの炎本性が。 ならば、ファラオもメイ族について行くぞ。ライフルフスクワッド。なら、俺もジョーちゃんについてくぜ。正直。すごい。角度の策で、腕輪の妙な力がある限り。あ、それって、これでしょうか。それは、まさしく信長が持っていた、力の片鱗も感じられないね。 Die erinnert mich an die eine aus Soul Calibur. Ich weiß nicht, wie sie heißt. So. Ja, aber nicht der Knaller. So. Mit einer Sonderwaffe. Ups. Wir können die heutigen Maximum, ja, dann, keine Ahnung, da. So, und jetzt hoffe ich, dass mich das Spiel in irgendeiner Form speichern lässt. Ich gehe mal schwer davon aus, wir kriegen erstmal noch eine Sequenz, ja. Wo? Oh. ご推薦の相棒って誰なの？あら、了解。覚えてないか。お久しぶりに始めまして。また一緒に遊びましょう。信長は誠無礼なやつよ。腕輪がいくつあるのか。ただ、やつは宇治安の忍びに腕輪を探させていると聞いたような。 So, saving klingt doch schon mal gut. So. Nochmal den hier. Back to Main Menü. Und dann machen wir den Spaß hier. Pock, pock. So. Ich muss sagen, als Ersteindruck. Sa, sa. Ja, ada. Ada, ada. Direkt sofort wieder die Stimme von Hammer Beminami im Kopf. So. Ich muss sagen, so als Ersteindruck, es macht verdammt viel Spaß. Und es gibt halt 12 Milliarden Möglichkeiten und ich denke mal schon, dass ich mir das nochmal so ein bisschen weiter angucke. Vielleicht spielen wir es auch einfach weiter. Es ist ja nicht so brechend viel Inhalt drin, aber das wäre doch bestimmt mal so ein Projekt für zwischendurch. Ich kann es nur hier empfehlen. Ist großartig. Danke an Katie für und an Nathan. Ne? Nochmal Shoutouts dafür, für dieses großartige Spiel, das wir es besitzen dürfen, durften. Nee, zeigen durften und besitzen dürfen. So rum. So, in einer Viertelstunde geht's hier weiter. Und zwar mit Tamara. Die spielt dann ein weiteres Koi Tecmo-Spiel. Und zwar geht's weiter bei Atelier Lulua.
Ich freue mich. Ich habe schon 3 Minuten, 4 Minuten überzogen. Ich würde sagen, ich sage einfach Tschüss. Wir sehen uns nämlich morgen sowieso wieder. Lustigerweise auch wieder in der gleichen Konstellation. Aber nun, ich sage Ciao, Tschüss. Danke fürs Zugucken und kauft euch das Spiel, wenn es euch gefällt.